Ich glaube, wir haben alle drauf gewartet, Leute. Ich persönlich jetzt nicht, ich mache das für euch. Ich stand eben noch, ich freue mich schon drauf. Ach hier, ich freue mich drauf, wenn Revi reagiert. Eieiei, Chat, eieiei, na komm, scheiß drauf, oder? Was geht? Heute ist der Moment, auf den wir monatelang hingearbeitet haben. So viel Kraft und Arbeit einfach rein investiert. Denk dran, ab heute kommen gute Videos. In den ganzen Umzug, weil Auswandern in ein anderes Land ist gar nicht so einfach. Man muss so viel Papierkram und alles regeln. Allein schon wegen dem Umzug, wir haben über 30 Umzugskartons gehabt. Durch mal, alles ist komplett leer. So hier oben war natürlich nicht so viel. Aber zum Beispiel hier unten, meine Gaming-Ecke ist komplett weg. Hier unten auch. Harubibi ist auch am Start. Natürlich, der kommt mit. Der ist so groß geworden. Wir müssen euch gleich mal die Tasche zeigen, wo Taro rein muss. Also Leute, hier. Seht ihr den größten Unterschied? Ja, die Tasche ist zu klein. Die Tasche ist absolut zu klein. Der darf da nicht rein, der Hund. Hier muss Taro rein. Wieso kauft er dem keine große Tasche? Ihr habt doch so viel Geld, Siemens. Du hast so eine Ice of Rolex. Damit er mitfliegen kann. Okay, Leute, wir sind jetzt am Flughafen. Taro ist auch am Start. Ellie sowieso. Darf der mitfliegen, der Hund? Ey, der Flughafen ist so leer. Ja. Und wir haben ein bisschen, also ich habe voll die Sorgen, weil es gibt irgendwie so einen PCR-Corona-Test. Ich laber nur Müll. Es gibt so einen PCR-Corona-Test und dann gibt es so einen Schnelltest. Mhm. Und die Frau, wo wir das Check-in gemacht haben, weil wir mussten halt Taro, den Ehrenbruder, nochmal separat einchecken lassen. Ey, diese Treppen, ich liebe es einfach. Wisst ihr, das ist das Geilste, was... Das ist keine Treppe. ...es an Flughäfen gibt. Einfach hier so auf chillig. Warte. Ich Digga, wenn er nach Madeira dreht, Unge bewaffnet sich. Ich hoffe, die Cam fällt jetzt nicht runter. Runterfällt. Ja, dann war's es komplett. Leute, wir haben extra für 3K eine Kamera mit richtig geilem Stativ und allem und allgemein Objektiv, Mikrofon geholt. Okay, Leute, wir sind jetzt. Ich glaube, der meint das wirklich ernst mit der Content-Offensive. Es würde mich freuen. Ist auf jeden Fall im Flugzeug. Taro ist auch am Start. Film mal raus, dass man es sieht. Münchner Flughafen. Diesmal tatsächlich kein Clickbait. Der zieht wirklich irgendwo hin, Chef Strobel. Der meint das ernst. Krass. Der, ja, macht, der macht etwas, was in diesem es Video ist. Zwei Optionen. Ja, er fliegt in Urlaub. Sag mir bitte nicht, er fliegt jetzt während Corona in Urlaub, Chef Strobel. Das würde ich nicht mal von Siemens erwarten. Nee, ich denke, also, ich habe ja vorhin gesehen, er hat alles so aufgelöst angeblich. Ich denke, das wird er nicht faken, aber zwei Optionen, also, die in Frage kommen. Ich denke, entweder Dubai oder Madeira. Ah, Digga, hoffentlich nichts von beiden. Ich hoffe, man hat es gesehen. Wir werden auf jeden Fall aufnehmen, wie ich mir das vorstellen könnte. Steuerung komplett abgehoben. Schon süß, oder? Die beiden. Guck mal, wenn er doch glücklich ist und sowas und wenn ich so eine Scheiße auf Instagram schreibe, ist doch alles gut. Leute, wir sind gerade im Flieger. Wir heben gerade ab. Ich zeige euch mal, was abgeht. Taro? Taro. Der ist ja chillig erzogen. Der ist ja noch besser Sakari. Mach die Kamera jetzt auf. Gehört ihr da, Baby? Aha. Der Hund ist gerade ausgebrochen, hat den Piloten gebissen. So ein süßer Alter. Ich find's gar nicht lustig. Okay, Leute, wie man unschwer erkennen kann, Ellie und ich sind endlich angekommen. 2 Stunden Flug. Ging eigentlich voll klar. Wir hatten einen Sitz quasi frei neben uns. Also es sind ja mal so Dreiersitz rein. Und dann hat sich Ellie ein bisschen auf meinen Schoß gelegt und hat ein bisschen geschlafen. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht so schnell einschlafen. Noch eine kleine Story. Ihr müsst euch vorstellen, man braucht so einen Negativ-Corona-Test und keinen Schnelltest, sondern irgendwie so einen CPR-Test. Ellie und ich wussten das halt nicht. Und wir haben extra 2 Tests gemacht, weil der halt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Aber wir haben diesen Schnelltest gemacht und keinen CPR-Test. Und dann hat es schon... Der meint CPU-Test, oder Chef Strobel? Okay, Chef Strobel ist weg, zum Glück. Die Frau bei Check-in gesagt, ja, ich hoffe, ihr habt einen CPR-Test und keinen Schnelltest. Und ich schon so zu Ellie, ey, wenn wir wirklich deswegen nicht fliegen dürfen, war es komplett. Ich weine und alles, so. Und dann einfach
so viele Leute wurden kontrolliert und so wegen den Tests und allem. Und wurden weggeschickt? Genau, und wurden weggeschickt. Locker 3-4 Leute konnten nicht mitfliegen. Ich hatte schon so komplett Stress. Ich so, okay, wir können jetzt nicht mitfliegen, wir haben keinen CPR-Test und so. Auf einmal wurden wir aufgerufen? Ja, dann wurden wir aufgerufen, aber nicht von der Frau, die so streng war, sondern von dem Mann, der da stand. Er so, die ja. Die Leute durchgelassen. Genau, die Leute durchgesagt. Genau, und dann meinte er so, ja, wo steht bei euch CPR drauf? Wir so, ja, wir haben den gestern gemacht und so. Und er hat uns auf korrekt durchgelassen. Ihn hat es nicht gejuckt bei der Frau. Ah, also er reist quasi hier entgegen der Corona-Richtlinien in ein Land ein und macht hier etwas, was also nicht in Ordnung ist. Mhm. Das ist also illegal. Illegaler Einwanderer. Frau, die hat ihn straight weggeschickt, weil die übel streng war. Ey, und sowas nenne ich einfach so viel Glück. Vor allem, wie kann man... Das war einfach Schicksal. Ich mach Emote Only rein, Schatz. Das war einfach Schicksal. Mach mal mit Emote Only. Wir hatten in den letzten Monaten so viel Pech. Und da hatten wir jetzt einfach einmal Glück. Ich will jetzt nichts sagen, aber wir wohnen in Barcelona. Ah, okay. Also immer noch in Europa. Das heißt, ich muss mich immer noch ein bisschen mit meinen Aussagen zurückhalten. Er könnte easy nach Köln fliegen, mir auf die Fresse hauen. Nicht so. Wurde das Land schon gecallt? Was? Es ist Barcelona tatsächlich. Echt? Das macht steuerlich gar keinen Sinn. Der Höchststeuersatz in Spanien ist, glaube ich, Steuersatz Spanien liegt bei 43%, also genauso wie in Deutschland, das ist halt nur sonniger. Ja, ich glaube, du hast da, glaube ich, sogar Vorteile. Meine Freundin hat auch mal gesagt, sie will nach Spanien. Aber nur in Urlaubschef wollte die dahin, die wollte dann nicht auswandern, ne? Nach Barcelona ziehen, hat sie gesagt. Ja, da könnt ihr mit Siemens eine WG machen, ist ja chillig. Digga, da sehe ich euch, Alter. Also das ist natürlich jetzt wild. Auf jeden Fall sind wir jetzt in unserem Haus. Okay, es ist ein Haus. Es ist keine Wohnung. Du kannst ja ganz bisschen leaken so. Ich leak gar nichts. Mach von hier. Nein, morgen kommt die Haustour. Oh, die müssen wir uns reinziehen. Wie ach so, stimmt. Ja, habe ich voll vergessen. Deswegen, Leute, wie gesagt, morgen Haustour. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um es nicht... Machst du die Glocke an bei ihm, Chef Strobel? Immer. Okay. ...nicht zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Wir werden einfach daily unsere Tage hier in Barcelona, in Spanien filmen. Ich kann euch so einen kleinen Sneak Peek vom Garten geben. Also hier ist quasi so unsere... Der Garten ist genauso geil wie der letztes Mal. ...Terrasse im Erdgeschoss, dass ihr wisst, so... ist einfach nur geisteskrank. Wir gehen jetzt erstmal in die Innenstadt, schauen uns alles an. Ich werde ein bisschen für euch filmen. War sauschön der Innenhof, oder? Fandst du nicht auch? Was? Spannend. Ein Basketballkorb hin und so eine Bank und ein paar Häftlinge, Digga, dann ist es wie in Butzbach. Wir gehen einkaufen, erster Einkauf in Barcelona. Ihr seid live the boy. Ja, dann würde ich sagen, das ist auch ein bisschen wie er, ne? Ja, das ist jetzt die Content-Offensive. Also ab 1.3. sollte guter Content kommen. Ist halt jetzt ein Vlog, wie er in Barcelona ist. Der ist aber tatsächlich besser als seine Fortnite-Videos bis dato. Wir nehmen das. Nein. Okay, Leute, wir sind jetzt unterwegs in den. Gebt euch mal die Straßen hier, die sehen so schön aus, es ist alles hier so schön. Das einzige Nervige ist auf der Straße so Maskenpflicht. Aber das ist sowieso nur zur eigenen Sicherheit. Ja, deswegen, das juckt mich nicht, solange... Seine Freundin rettet ihm auch echt auf den Arsch, ne, kann das sein? So, er wollte schon wieder anfangen zu ranten, seine Freundin sagt so, nee, das ist ja gut. Ja, nee, hat sie auch recht, ist auch gut. Man in die Läden shoppen gehen kann und so, die ganzen Sachen. Es ist einfach so cool, es ist so cool. Und ich bin so glücklich. Hier nach links. Das freut Leute, ihn, wir gehen gerade, wie gesagt, ich gehöre Großeinkauf machen, wir nehmen euch mit. Oh, warte mal. Was denn? Nice Tachnis. Ich weiß es nicht. Oh, sie ist wirklich sauer, guck mal. Sie ist wirklich sauer jetzt. Ich bin nervt. Auf jeden Fall wollte ich einfach sagen, alles erreicht. Leben durchgespielt. Was auch mir aufgefallen ist, der Verkehr hier mitten in der Innenstadt. Ist so crazy. Der ist zu crazy. Jeder fährt, wie er will. Ja, jeder fährt, wie er will. Jeder fährt so schnell, wie er will. So, aber es ist einfach so cool, Mann. Die Leute sind so cool. Die sind auch so cool. Wie oft will ich auch sagen, wie cool die Leute sind, wie cool alles, es ist. Ich finde es da alles sehr cool. Also, Happy Familie, es ist cool, die Straßen sind cool, alle Leute sind cool. Findest du Barcelona an sich cool? Ja, Barcelona ist an sich cool. Ich schon war auch cool. Schon, ist eigentlich schon eine schöne Stadt, aber ich laufe ja nicht rum, die ganze Zeit, die Autos sind so schön. Die Parkbank, cool. Bro, die Parkbank, so cool. Kennst du die Bip Rambla, diese große Straße, ja, ne, in der Innenstadt, ja, wo diese Hütchenspieler sind? Ja. Flugersteig fahren. Das ist das erste Mal einkaufen. Wir haben die Cam aufgestellt. Very good. Die Leute sind hier sogar so cool, die beschweren.
sind alle so cool. Ey, halt drauf, hat er jetzt nicht gesagt, die Leute sind so cool, oder? Ja, klar sind die Leute cool. Findest du die nicht cool? Die sind übertrieben cool. Zieht's echt durch. Alles cool. Nicht, wenn du filmst. Ja, die hat gesagt, richtig cool. Ey, was? Rede, der verarscht doch. Das ist ein Witz oder so, was der gerade macht. Nein, der ist einfach so. Der ist einfach cool. Guck mal, was er jetzt kauft. Für Fortnite. Für Fortnite. Chef Strobel, würdest du dir das kaufen? Fortnite-Parfüm? Fortnite-Parfüm? Digga, das ist, also, du riechst ja wie so ein Schwitzer, der richtig reingrunnt. Nein. Das ist, guck mal, das vom Ding her ist das Get on my level Design, dieses Camouflage-Ding, aber mit Fortnite-Geruch. Wer das nicht in seiner Parfüm-Sammlung hat, der ist nicht cool. Das muss in jede gute Parfüm-Sammlung, ja? Ich warte noch auf Jeremy Fragrance, wie er heißt, wenn er ihn testet. Ich bestell mir das jetzt, warte, ich gucke jetzt mal, ob es das bei Amazon gibt. Man kann das nicht kaufen, Chef Strobel. Der hat eine Limited Edition davon bekommen. Alter, der kauft die sich jetzt 100% verkaufte teurer weiter. Digga, ich will auch Fortnite-Parfüm. Das ist safe bei Epic Games lizenziert, oder? Ey. Für Fortnite. Leute, geht vorbei, ich bin wieder todescringe, aber für Fortnite. Nein, schau mal, das Eau de Toilette, Fortnite-Spray und Fortnite-Mäppchen. Lass das irgendwann mal holen, so Zeug, und dann verlosen. Nee, ich hol's jetzt. Nein. Auf Cringe. Guck mal, seine Freundin talkt den immer so ein bisschen Gewissen ins Hirn, weißt du, was ich meine? So, Mann, du bist 21, hör auf, sowas zu machen. Das ist doch für Fortnite. Wir haben einen Rieseneinkauf. Warte, ja, lass mich noch anschauen. Können wir bitte was machen? Ja, okay, aber für Fortnite eigentlich. Bro, das ist das letzte Limited Edition, Digga. Chef Strobel, wir müssen heute nach Barcelona fliegen, das kaufen. Ich darf's nicht holen. Ja, kannst du schieben? Dann denkst du's. Nee, egal. Oh. Erstmal Einkaufswagen klauen, gar keinen Bock. Okay, Leute, erste Straftat wurde schon mal begangen. Mhm. Einfach Wagen abgezogen. Film mal. Wir haben einen kompletten Großeinkauf gemacht. Wir wollten kein Taxi holen oder so. Wow. Und dann einfach Wagen abgezogen. Jung, das gar nicht. Ja, weil die hatten da nur so kleine Tüten. Aber wir zeigen euch den Einkauf, wenn wir zu Hause sind. Okay, ich habe gesagt, ich werde nicht so viel leaken. Trotzdem, hier seht ihr den Haupteingang. Und wir haben einfach einen Einkaufswagen abgezogen. Ich weiß nicht, ob man es vorhin so gut gehört hat. Also nochmal, jetzt zum dritten Mal. Ich habe eine Straftat begangen in einem anderen Land, wo ich die Gesetzeslage nicht kenne. Ich wiederhole das jetzt noch ein drittes Mal. Ich habe eine Straftat in das Land, wo ich gerade erst eingewandert bin, begangen. Hier nochmal auf Video, dreimal festgehalten. Ich gebe diesen Einkaufswagen nicht zurück. Das ist meiner Morgen-Ladendiebstahl-Challenge. Let's go. So, wir wollten kein Taxi jetzt holen, weil es wäre voll der Eck gewesen. Ja, außerdem ist unsere Straße momentan gesperrt und da können keine Autos reinfahren. So, und deswegen, ich hätte... Content-Offensive hat begonnen. Digga, das ist die Content-Offensive. Einkaufswagen-Cloud-Challenge, Digga. Nicht vom Taxi. Morgen direkt erster Vlog aus Knast. Noch irgendwie die Straße rein, die ganzen Sachen und... Ich habe gehört, dass die Polizei, also gerade die Mossos in Barcelona sind super entspannt. Also gerade in Katalonien. Ja. Die Mossos, die sind super entspannt. Die haben noch nie hat die Mossos körperliche Gewalt angewendet. Noch nie. Ich habe noch nie von der Mossos mit dem Gummiknüppel einen auf den Arsch gezogen bekommen, als ich in Lorette Mar gegen eine Rolllade von einem Ladenlokal gepisst habe. Das ist noch nie passiert. Ist nicht passiert. Die sind super entspannt, man kann mit denen gut reden. Und noch nie hat ein Kollege von mir einfach Pfefferspray ins Auge von denen bekommen, von einem Club. Ist nicht passiert. Die sind super entspannt. Die sind wirklich, mit denen kann man reden. Das sind noch Menschen. Das ist eine gute Idee. Deswegen einfach wie so Chojuks. Durch die Innenstadt gegangen mit diesem Einkaufswagen. Jeder hat uns angeschaut. Aber mir war es komplett egal. Elli war so am Anfang, nee, lass lieber nicht machen. Am Ende kommt noch Polizei. Dann an der Kreuzung war sogar ein Polizeiauto. Und sie so, geh zurück. Ich so, nee, lass doch einfach schnell weiter. Sie so, nein, geh zurück. Erstmal Heidezieg in Barcelona, Digga. Zurück um die Ecke. Ja, wir sind um die Ecke gegangen. Junge, es war so eine dumme Idee gewesen. Und dann hätten die uns aufgehalten und ja. Ist dir mal eins aufgefallen, Chef Strobel, wenn Leute richtig viel mit ihren Händen gestikulieren und so und so und so machen, weißt du, was ich meine? Dass das meistens Menschen sind, die rhetorisch nicht die gewandtesten sind und versuchen, das irgendwie zu kompensieren, indem sie halt mit den Händen irgendwelche Gebärdensprache flexen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und immer so. So ist es nämlich. Ganz genau so. Aber wir sind heil eingekommen, Großeinkauf. 200 Euro gezahlt. In Deutschland hätten wir dafür in einem Edeka oder Rewe 1000. 400, Safe. Ungefähr 500 Euro gezahlt. 6000. Hier sind die Lebensmittel voll billig und ich bin auch gespannt. Safe ist in der Großstadt. Barcelona sind die Lebensmittel, glaube ich, günstig, oder?
Also Barcelona ist ja auch keine beliebte Stadt, glaube ich, europaweit. Ich denke mal, da sind die Lebensmittel extrem günstig, Digga. Wahrscheinlich, ja. Wie sie schmecken. Same. Aber die werden bestimmt voll gut schmecken. Und jetzt räumen wir erstmal alles ein. Wir einen Kühlschrank hatten, der nur so groß war. Jetzt haben wir einfach Gefrierschrank und Kühlschrank. Mehr will ich nicht leaken, aber hier Gefrierschrank. Das ist so viel für uns. Und hier Kühlschrank, der muss sauber gemacht werden. Aber ich räume die Sachen trotzdem jetzt schon ein. Lecker, guck mal, der sieht richtig gut aus von innen. Weil es kommen erst morgen unsere Sachen an, morgen in der Nacht. Und wir können die Sachen nicht draußen lassen. Und wenn unsere Putzsachen morgen ankommen, dann räumen wir den Kühlschrank aus, machen ihn sauber und räumen. Aber guck mal, man gönnt ihn schon, Chef Strobel, oder? Wenn die beiden glücklich sind. Ja, klar. Ich gönn schon. Auch wenn er gesagt hat, dass ich der fetteste Hurensohn in ganz Deutschland bin. Bin sie es. Auf jeden Fall, diese Straßen hier sind so schön, Mann. Ich kann mich manchmal nicht entscheiden, ob die Straßen... Erstmal ein Corona während Corona trinken. ...schöner sind oder sie. Aber dann gehe ich doch eher auf die Straße, wenn ich das hier sehe. Auf jeden Fall, gebt euch mal, wie breit das ist. So, Taro, Elli, geile Qualität, weil wir haben viel Geld investiert. Das ist alles so zusammenhangslos, was der sagt, oder? Nee, aber wirklich, so eine geile Qualität auf meinem Kanal, ich glaube, das ist niemand gewöhnt. Und ey, egal um welche... Das stimmt. Die Uhrzeit. Hier ist immer so viel los, auch während der Corona-Phase. Allgemein, hier ist... Oh, ihr macht Leute, ihr seid live dabei. Schade. Digga, das ist die Content-Offensive. Sein Hund scheißt und jetzt wird die Kamera draufgehalten. Extrem entspannt. Wenn er jetzt noch Ehre hat, lässt er es einfach liegen, Digga. Oder tritt nochmal selber rein, verschmiert es am Bürgersteig. Taro, verdammt nochmal, mach es. Verdammt nochmal, mach es. Und wie sieht die Wurst aus? Das Würstchen. Flüssig. Es ist flüssig. Es ist absolut. Dieser Hund tut mir so leid, Digga. Flatterschiss. Er verträgt das spanische Essen nicht. Leute, das Ding ist, wir hatten kein Hundefutter dabei. Chillig, Digga. Chillig. Das ist ein sehr. Mhm. Wir haben ihm nur so Nassfutter gegeben, was wir im Laden bekommen haben. Er will gar nicht aufhören. Digga. Ja, sie macht's weg. Feini, so ein Feini. Sie macht's weg. Ehre. Ew. Oh, Digga. Was ist denn das für ein Video, Chef Strobel? Das ist die Content-Offensive, Bro. Er hat gesagt, am 1.3. kommen gute Videos. Und jetzt zeigt der legit, wie sein Hund den Barcelona Dünnschiss auf die Straße setzt, Digga. Holy shit, Bro. Holy shit. Da kann der Content ja nur wild werden, kann er. Was sagen Sie dazu? Das war Taros erster offizieller Schiss auf der Straße in Barcelona. Der rennt einfach weg, der hat keinen Bock mehr. Oder wie dein Dad sagt, Barcelona. Okay, dann schmeiß mal weg. Ich fass es nicht an. Chilliger Hundebesitzer. Jetzt nimm, auf einmal. Nimm es in die Tasche und dann nehmen wir es mit nach Hause. Hast du gerade gehört? Die haben, glaube ich, ordentlich Suff im Gepäck. Hast du gerade gehört? Mhm. Da klimpert's. Ja, hä? Wir müssen doch... Nein, aber gut, dass sie es weggemacht haben. Das ist die erste haben. Kacke von Taro, die müssen wir doch sammeln. Was? Willst du die einfrieren oder was, Digga? In Barcelona. Nein, wieso machst du das? Nein, nimm doch mit jetzt. Wo ist es? Chef Strobel. Chef Strobel. Ich kann immer. Das ist krass, das ist die Content. Jetzt wühlt er im Müll nach der Scheiße? Ja, es ist die Content-Offensive, die auf... Die, ich weiß es nicht. Das kann doch nicht sein. Digga, das ist... Nein, das ist die erste Kacke von Taro. Willst du die nach Hause aufhängen? Junge! Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Was? 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 Ey, Junge. Was? Junge. Ey. Oh, Digga, deine Content-Offensive ist ja sowas von vorbeigezogen. Bro. Bro, oh mein Gott, Digga. Ein Huni dafür, dass er das auf Menschen wirft. Digga. Chef Strobel, wo sind wir? Wo sind wir? Glaubst du, er wird so einer dieser YouTuber sein, der jetzt denkt, er ist in einem anderen Land und kann sich alles erlauben, weil keiner seiner Sprache spricht? Einen auf den, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß es auch nicht, was das soll. Also, Digga. Not like this wave in the chat. Holy shit, Bro. Auf ein Auto. Komm, wir werfen. Wir laufen weg. Elli!
Digga, sie ist wirklich richtig reasonable, Digga. Sie ist richtig reasonable nach 2 Bier und er will die Scheiße von seinem Hund auf Autos werfen in die Stadt, in die er gerade gezogen ist, nachdem er direkt einen Einkaufswagen geklaut ist und vorher mit einem nicht korrekten Corona-Test eingereist ist. Chillig, Digga. Kommst du? Nicht wirklich, oder? Digga. Das ist nicht sein Ernst. Hat er es echt geworfen? Nicht. Sein Ernst ist es. Chef Strobel, hast du gesehen, der hat es auf den Fahrradfahrer geworfen? Echt jetzt? Mach nochmal kurz zurück. Ich habe gerade nicht hingeschaut. Ich dachte, der macht nur Spaß. Nein. Wir laufen weg. Elli! Hörst du? Digga, was? Was? Hä? Was? Er wirft einfach Scheiße in der Stadt rum, in die er gerade gezogen ist? Er ist einen Tag in der Stadt. Einen Tag? Nein! Gut, vielleicht der Fahrradfahrer, ich würde hingehen und ihn so umbatschen, ohne mit. Digga, was? Digga, was? Ey, ich war wirklich neutral zu Anfang, obwohl er mich den fettesten HS in ganz Deutschland genannt hat. Aber Bro, das ist big not okay. Wie kann man denn so lost sein? Holy shit, Digga. Holy shit. What are we witnessing here? Was schauen wir uns hier an, Digga? Wie kann die Content-Offensive einfach eine Kacker-Katapult sein? Wie kann das sein, Chef Strobel? Imagine, dein Content war vorher so beschissen, dass wenn du jetzt Scheiße auf Fahrradfahrer wirfst, dass das für dich als Content-Offensive zählt. Checkst du? Ja, ich kann es gerade, also wirklich. Du bist auch sprachlos, also, oder? Du bist sprachlos. Also, ich frage mich gerade wortwörtlich, was beschissener ist. Das ist insane. Dein Content in Fortnite? Oder das, dass er einfach Leute mit Scheiße bewirft? Chat, seht ihr dieses Gesicht? Seht ihr dieses Gesicht? Seht ihr dieses Gesicht, wie stolz er darauf ist? Seht ihr das? Dass der einfach... Der hat 3 Sachen, Einkaufswagen klauen, okay, we all have been there, so, wir haben alle mal einen Einkaufswagen irgendwo, wir haben den wieder zurückgebracht. Ja, wir haben auch wahrscheinlich auch wieder zurückgebracht, ja. Ja, ja, genau. PCR-Corona-Test, ja, doof so, aber er hat einen gemacht vorher, ist nur ein Schnelltest gewesen, alright. Aber Bro, also das Erste, was du machst in der Stadt, ist wirklich offiziell, deine erste Amtat, Scheiße aus einem Mülleimer, die deine Freundin netterweise artgerecht entsorgt hat, zu nehmen und auf einen Fahrradfahrer zu schmeißen oder auf einen Bus, wie auch immer. Also, Bro, das macht der nur, damit ich mich aufrege, Bro, macht er das. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, Digga. Holy shit, Bro. Man. Ich schwöre, ich hab getroffen. Ja! Leute, wir haben gerade an das Gleiche gedacht. Sie wollte gerade die Musikbox rausholen. Und dann er sagt so, mach mal Musik an. Genau, und dann ich hau so gegen diesen Baum und dann auf einmal... Orangen fallen runter. Wisst ihr, wie geil das ist, Alter? Einfach in Spanien. Du haust gegen einen Baum. Einfach morgen Orangensaft. Und da kommt Früchte. Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Was? Jetzt ziehen die noch Moneyboy in den Dreck. Chef Strobel, ich bin major verwirrt. Ich bin major verwirrt. Ich war noch nie in meinem Leben so verwirrt. Was ist denn da passiert? Was... Haben die nur getrunken? Wie cool. Leute, jetzt mal for real. Es ist so cool. Barcelona ist... Chef Strobel? Barcelona ist cool. Ja, so cool. Gebt euch mal einfach so viele Orangen für... Ich hätte das nicht erwartet, dass es so eine Wendung nimmt. Orangensaft. Turn up. Chef Strobel, ich weiß ganz genau, mit welchem Blick du gerade vor deinem PC sitzt. Ja, du guckst so leicht angewidert, verwirrt, ne? Der Vlog war an sich ja am Anfang so normal, ne? Ja, ja. Aber er ist halt in der Mitte komplett abgedriftet in der Content-Office. Also er ist ja nicht nur abgedriftet, es ist ja ein Totalschaden. Das Auto hat sich überschlagen, Junge. Digga. Junge, also wirklich, jetzt. Das ist Auto so, ist gegen einen Orangenbaum und da sind Orangen runtergefallen. Das ist passiert. Also ich bin immer noch fassungslos, dass er einfach einen fucking Beutel Scheiße auf den Fahrradwerfer geworfen hat. Und jetzt läuft er da rum, Digga, und denkt, das wäre Minecraft, indem er Bäume schlägt. Der rennt da rum, ja, schlägt Bäume.
Digga, vielleicht, also, jetzt hat halt Spanien das Problem, ne? Das, der muss das doch mit Absicht machen, oder? Sowas schneidest du doch nicht. Sowas schneidest du doch nicht. Und wenn du im nüchternen Zustand bist, schneidest du das doch nicht und lädst einfach hoch. By the way, ich habe mir schon damals, hier, Rewe, ich habe mir schon dazu erzählt, als Rocky so Pipi gemacht hat, als wir über ihn geredet haben, ob ich das rausschneide. Weißt du, was ich dachte? So, ja. Braucht man das in einem Vlog? Und ja. Er filmt einfach seinen Hund knallhart, wie er einfach auf die Straße wurstet. Und oh, es ist flüssig und oh, 100 Euro, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Hä? Hä? Wie kommt denn auf den Jungen? Das heißt, die Content-Offensive, das ist noch mehr enttäuschend als der Masterplan von Leon Mascher, Digga. Das ist insane, das ist literally insane, Digga. Das ist einfach geistig, das ist wirklich geistig, Digga. Das ist... Ich hab sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich hab damit nicht gerechnet, Chat. Ich hab damit nicht gerechnet. No joke. Einfach Orangensaft. Hey, Leute. Erstmal nachts um... nachts um 4 Uhr schreit er da rum. Die alle Spanier denken sich so, halt's Maul, Junge, ich muss arbeiten. Wir haben jetzt Dienstag, den 2. März. Die erste Nacht war an sich richtig nice. Nur das Madige war halt, Ausgangssperre ist hier um 22 Uhr in Spanien. Und die Restaurants haben auch nicht so lange offen. Wir wollten dann noch spontan zu Maggie gehen, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Wo wollt ihr spontan hingehen? Zu Maggie? Ausgangssperre ist hier um 22 Uhr in Spanien und die Restaurants haben auch nicht so lange offen. Wir wollten dann noch spontan zu Maggie gehen, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Das Falls ihr weiterhin tägliche Vlogs sehen wollt, dann sprengt auf jeden Fall den Like-Button. Es macht mir so Bock, die Vlogs zu drehen. Safe. Vor allem der erste jetzt hier. Ich bin normalerweise Fortnite-YouTuber gewesen und jetzt einfach Real-Life-Content. So crazy. Sie, Ellie ist natürlich auch am Start, sie macht gerade Frühstück, also wir sind gerade in der Küche. Aber wir können es nicht zeigen, weil morgen kommt die Haustour. Oh Mann! Ja, aber wir sagen... Da freuen wir uns drauf auf die Roomtour, oder Chef Strobe? Da sehe ich mich. Ich hoffe, dass er wieder mit Scheiße durch die Wohnung wird. Stell dir vor, er hat oben ein Dachfenster und kann Scheiße auf den Balkon von anderen Leuten werfen. Oder auf sogar... unten ist ein Restaurant, der schmeißt einfach auf den Essenstisch von anderen Leuten, Digga. Einfach das menschliche Scheiße-Katapult. Auch immer noch Roomtour, Wohnungstour. Mhm. Auf jeden Fall, morgen kommt die Haustour, wenn dieses Video 25.000 Likes bekommt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Nehmt mal im Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos sowie zu ihrem Kanal. Da werden auch die Tage richtig krank viele Videos kommen. Safe. Wieder mal eine Ansage von Simex. Es kommen wieder krank viele Videos auf Ellis Kanal, Leute. Den halten wir natürlich dann auch im Auge. 2. März, 13.18 Uhr. Krank viele Videos in den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen heißt für mich ein Zeitfenster von 1-4 Tagen. 1-5 Tage maximal. Krank viele Videos sind für mich mindestens 4 Videos die Woche. Wir sind gespannt. Es wurde wieder eine Ansage getätigt. Und tschüss. Digga, what the fuck. Wir refreshen mal geht. Ganz kurz. Seit 4.000 Leute. 7.000. Schau mal in die Kommentare rein, Digga. Junge, also... Oh nein, Digga. Das Beste ist, was so ein Kommentar, deine Freundin hat dich gezwungen. Hä? Das stimmt ja gar nicht. Die Kommentare aber auch nicht, die sind auch mal so zusammenhangslos. Wenigstens hier ist es vorbei, wo der Hund anfängt zu scheißen, Digga, ist es vorbei. Einkaufswagen-Diebstahl, alright. PCR-Test, CPR, CPU-Test, was auch immer gesagt hat, alright, I guess so. Aber das, Bro? Shit, Digga, aber ich will die Roomtour sehen, ich gebe einen Daumen nach oben da. Wir dürfen ihn aber jetzt auch nicht zu sehr bekräftigen in, in seinem Tun. Also das ist wichtig. Das auf dem Fahrrad war ich. Du hast mich mit der Scheiße getroffen. Das gibt eine Anzeige, mein Freund. So. Interessant, Digga. Ja, Chat, we got finessed again, huh? Also, ich habe mit ihm mit allem gerechnet, aber dass der einfach Scheiße um sich wirft, das ist wirklich next level. Das ist wirklich next level. Ich gönne euch so sehr, ihr seid ein schönes Paar, seid falsch geschrieben. Wer ist I am Natus? Geil, Digga, ich freue mich schon auf die Haustour. Wieso raffen Leute nicht, dass er damit Scheiße um sich geworfen hat? Das muss doch jedem auffallen, der dieses Video geschaut hat. Digga, wieso hat der mir nicht auf meine Instagram-DM geantwortet? Ich habe ihm verliebte Smileys geschickt und geschrieben, wir können es auch gerne mal im Discord unterhalten, Komma, Bro. Ich dachte so, weißt du? Oh, Junge. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, Digga. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit.
Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich bin fassungslos, Digga. Ich bin wirklich fassungslos. Ich bin absolut fassungslos wie eine kaputte Glühbirne. Ehrlich, Digga. Scheiße, Mann. Das Video wird definitiv trenden, Leute. Spätestens dann ist es vorbei mit den guten Likes. Spätestens dann ist es vorbei.